Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, gerade gab es ja schon den qualifizierten Zwischenruf von Herrn Beuys. Sie haben aber nicht die Mehrheit. Nun hat ja Ihr politisches Vorbild Michael Freitag auch immer diese These hier vertreten, Mehrheit ist Wahrheit. Wo der jetzt ist, wissen Sie, und wo werden Sie enden werden, wissen Sie damit auch. Die Diskussion über Technologie und die Folgen, ich glaube, all diejenigen, die sich ernsthaft mit dem Thema seit Jahren, zum Teil Jahrzehnten beschäftigt haben, all diejenigen, die auch in diesem Parlament vernunftsbegabt sind, wissen, was von Atomenergie zu halten ist. Auch wir haben da unsere schmerzlichen Erfahrungen machen müssen, haben auch erst nach der furchtbaren Katastrophe 87 eine Kehrtwendung vollzogen. Aber offensichtlich gibt es hier im Hause eine konservative Hartleibigkeit, die nicht bereit ist, die Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Das ist, wie Jens Kerstan gesagt hat, eine Gefahr für die Sicherheit der Menschen in unserer Stadt und unserem Land. Und ich glaube, das starre Beharren auf Mehrheiten ist dafür nicht die richtige Antwort. Deshalb möchte ich aber gar nicht weiter über die Chancen, ich würde sagen Risiken, die Gefahren von Atomenergie sprechen, sondern darüber, ob wir als Hamburgerinnen und Hamburger es uns bieten lassen, dass die Bundesregierung uns und unsere Mitbestimmungsrechte im Bundesrat aushebelt. Frau Stöver hat gesagt, das ist dann so, wir seien ja noch einig, dass das nicht in Ordnung sei, aber wehren würden wir uns dagegen nicht. Ich will das noch mal zuspitzen. Nicht der Bund hält sich Länder, sondern die Länder halten sich den Bund. Und wenn der Bund meint, unsere Rechte einschränken zu müssen, dann müssen wir auch mit allen rechtsstaatlichen Mitteln dagegen vorgehen. Und deshalb gebe ich zu, dass der Antrag, den wir oder den Schwarz-Grün damals eingebracht hat, der hier beschlossen worden ist, ja die Formulierung beinhaltet, der Senat müsste darauf hinwirken, dass der Bundesrat und damit auch Hamburg beteiligt wird. Das war ja durchaus ein Satz, der hoffen ließ. Offensichtlich aber auch in der Koalition so besprochen, dass die eine so interpretierten und die anderen so interpretierten. Was mich jetzt mal interessiert ist, wie schätzt der Senat das denn ein? Wie hat denn der Senat eigentlich sich vorbereitet? Wie hat das Hinwirken stattgefunden? Wie wird es stattfinden? Da erleben wir, ich kann das menschlich sehr gut nachvollziehen, eine offensichtlich leidende, aber schweigende Umweltsenatorin, die offensichtlich am kurzen Band des Bürgermeisters gehalten wird und deshalb hier nicht reden darf. Und das ist nicht nur schade, weil ich glaube, dass wir inhaltlich einer Meinung sind, sondern es ist auch vor allen Dingen eine große Gefahr, ein Problem, der Grünen, denn es geht um den Kernmarkenbestand der Grünen. Es geht darum, ob ihre Kernkompetenz, der Umweltschutz und insbesondere der engagierte gesellschaftliche Kampf gegen die Atomenergie, ob das weiterhin ihr Markenbestand bleibt oder ob sie diese Kompetenz auf dem Altar der schwarz-grünen Koalition für nach sage und schreibe 18 Monate opfern wollen oder nicht. Das ist die Frage. Und wenn Jens Kerstan sagt, und ich glaube es ihm ja auch, wenn Jens Kerstan hier sagt, dass er ohne Wenn und Aber gegen Laufzeitverlängerungen ist, dann ist doch die Frage, was ist es Ihnen wert? Ich kann in einer Koalition verstehen, Kompromisse zu machen. Ich war 1997 bis 2001 als Hinterbänkler, so wie Herr Beuys, als Hinterbänkler in dieser rot-grünen Koalition und habe dort auch Kompromisse gemacht, die ich nicht in allen Fragen mitgetragen habe. Frau Möller als Fraktionsvorsitzende weiß das auch noch. Das war ja nicht alles nur super, was Rot-Grün damals gemeinsam ausgehandelt hat. Da haben wir alle auch die Hacken zusammengenommen. Die Frage ist aber, wo ist die Schmerzgrenze für eine Partei und eine Fraktion erreicht? Und mein Eindruck ist, dass sie Gefahr laufen, sich wirklich überflüssig in Deutschland zu machen. Wozu brauchen wir die Grünen noch, wenn nicht für die Durchsetzung des Kampfes gegen die Atomenergie und vor allen Dingen für den Ausstieg aus dieser Teufelsenergie? Und ich will ein letztes Argument vielleicht noch bringen. Denn Jens Kerstan hat ja gesagt, das mache jetzt noch überhaupt keinen Sinn. Die Bundesregierung müsste ja erstmal Fakten schaffen. Nun gibt es ja sowas Tolles wie Internet. Ich weiß, dass die Fraktion der GAL dem Fraktionsvorsitzenden noch kein iPhone spendiert, aber ich habe da so eine E-Mail gerade aus dem Bundestag bekommen. Und der Bundestag meldet jetzt gerade, dass die Grünen einen Antrag just heute zur Abstimmung auch stellen wollen, mit der Formulierung, ich zitiere, der Deutsche Bundestag stellt fest, eine gesetzliche Regelung zur Verlängerung der Betriebszeiten der Atomkraftwerke bedarf der Zustimmung durch den Bundesrat. Genau das wollen die, Ihre Kollegen, heute in Berlin beschließen. Sie sagen uns, dass wir es in Hamburg nicht beschließen. Und da müssen Sie mal eine Antwort drauf geben. Die Logik kann selbst ein Grünwähler nicht mehr nachvollziehen. Vielen Dank.
Die Senatorin Heiduck hat das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Neumann, ich denke, was die hamburgische Landesregierung, was der hamburgische Senat nicht macht, ist, dass er nicht zu erkennen gibt, dass er in der Frage der Energiepolitik, sofern sie sich auf den Ausstieg der Atomenergie bezieht, einig sei. Wir geben nicht dies zu erkennen, sondern wir zeigen deutlich unsere Uneinigkeit. Und das gibt es in der Tat in dem föderalen System hier in Deutschland, dass man Regierungen bilden kann, auch über solche Punkte hinweg, wenn man sieht, dass man sich an dieser Stelle nicht einigen kann, aber sich für das hamburgische Politikprogramm und auch für andere bundespolitische Initiativen sehr wohl. Das möchte ich noch mal deutlich sagen. Ich habe mich positioniert im Rahmen meiner Ressortzuständigkeit und kann auch im Rahmen der Umweltministerkonferenz mich dazu äußern. Das bespreche ich auch mit dem Bürgermeister. Aber es ist richtig, und ich glaube, das sieht man nicht nur auf der Senatsebene, sondern auch auf der Bürgerschaftsebene, dass wir da die Grenze von gemeinsamen Beschlüssen erreichen. Insofern glaube ich, das ist erkennbar, und das ist auch erkennbar für die Öffentlichkeit, die sich dann eine Meinung bildet über den energiepolitischen Kurs des Senats. Wir haben auch Schnittmengen mit Blick auf das Thema erneuerbare Energien. Und eine kleine Bemerkung sei mir gestattet. Ich selber habe ja auch Erfahrung in der rot-grünen Bundesregierung. Und die Differenzen in der energiepolitischen Frage der Kohleförderung gingen auch an den Kern der grünen Überzeugungen. Aber es führt nicht immer dazu, dass man dann gar nie auch ein gesamtes Regierungsprogramm aufstellt. Ich glaube, man muss darüber nur offen und transparent reden. Herr Kerstan hat das, glaube ich, für die grüne Seite sehr deutlich getan, Frau Stöver für die CDU-Seite. Und wie gesagt, ich kann es als Umweltministerin, der Bürgermeister, unser Wirtschaftssenator könnten das auch. Und mit dieser Unterschiedlichkeit und auch mit den Grenzen der Gemeinsamkeit können wir aber hier in Hamburg trotzdem auch gute Aspekte in der Energiepolitik vorantreiben. Und auch dort haben wir natürlich schwierige Entscheidungen zu treffen gehabt, ich jedenfalls als Senatorin. Das ist ja hier besprochen worden und das will ich nur einfach der Offenheit nochmal gegenüber klarstellen. Wir haben gar kein Problem damit rumzudrucksen. Es ist schlicht so, dass die Grenze einer Gemeinsamkeit da erreicht ist und wir damit auch sehr offen umgehen. Herr Neumann, Sie haben das Wort. Frau Senatorin, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, Frau Senatorin, vielen Dank, dass Sie das, das zeigen Sie auch aus, dass Sie da offen mit umgehen. Die Frage ist ja nur, wo ist dann eben die Schmerzgrenze der Grünen erreicht? Sie haben im Moment Glück, dass in Nordrhein-Westfalen eine Minderheitsregierung funktioniert. Und Sie haben Glück, dass ein sozialdemokratischer Bürgermeister mit einer rot-grünen Mehrheit in Bremen sich entscheidet. Und Sie haben Glück, dass die Grünen offensichtlich im Saarland stärker sind bei einer Koalition mit der FDP und der CDU sich dort durchsetzen kann. Wenn das aber nicht so wäre, nehme ich also Ihren Worten, dass die Hamburger GAL zum Erhalt der Koalition am Ende bereit wäre, auch diesen Verfassungsbruch, nicht nur in der Frage der Atomenergie, sondern auch in der Behandlung und Beteiligung des Bundesrates, um des Koalitionsfriedens willen hinnehmen würde. Das ist gut, das haben Sie klar heute bekannt, das wissen jetzt die Menschen auch, aber dann machen Sie bitte nicht den Popanz auf, durch Hamburg, durch Berlin zu marschieren und gegen Atomenergie zu demonstrieren, dann lassen Sie auch Taten folgen. Daran können Sie gemessen werden. Und hier stelle ich fest, dass Sie bereit sind, zum Wohle der schwarz-grünen Koalition in Hamburg im Zweifelsfall auch diesen Atomputsch von Frau Merkel mitzutragen. Das ist das Ergebnis der Debatte heute. Vielen Dank.